sehe ich ja das Großartige, wenn ich irgendwann nicht mehr friere. Das war eine ziemlich gute. Na, Mia? Hey, Mo. Du solltest dir vielleicht was anziehen. Die Nordbrise kommt jedes Jahr. Aber so stark ist sie sonst nie. Oder so kalt. Ist das nicht großartig? Was braucht es, dass sie schlechte Laune kriegt? Hagel? Ein Schneesturm? Wieso ist es eigentlich so schwer, ein Fenster dicht zu machen? Das sind Krieger, keine Zimmermänner. Ich ertrag das nicht mehr. Suchen Sie sich eine Axt und folgen Sie mir. Ich will irgendwas verbrennen. Wo Herzen wachsen im bewaldeten Tal, der Samen der Liebe sprießt noch einmal. Könnte das Herztal sein. Das ist bewaldet. Und der Herzlaubbaum wächst dort. Gibt es einen besseren Ort, um ein Herzkristall zu finden? Es ist aber ein ziemlich weiter Weg. Wir sollten uns gleich in Bewegung setzen. Eine von uns ist schon in Bewegung. Kommt schon. Wiederholen Sie das nochmal. Sie wollen, dass ich eine von meinen Nachtranken abhacke? Nein, ich will, dass Sie etwas von der Nachtranke verbrennen. Das Hacken ist dabei nur ein vorbereitender Schritt. Wir werden die Nachtranke weder zerhacken noch verbrennen. Wieso? Nicht! Sie ist aus unserer Heimat. Ich würde eher einen Teil von Ihnen nehmen, als irgendetwas von dieser wunderschönen Pflanze. Versuchen Sie's, Schmeißflieger! Bringen Sie mich nicht in Versuchung. Wir haben es nur Problem. Diese Insel ist voll von Bäumen. Widerlich, kitschig, fruchtbare Bäume. Ah, beschauerlich, ne? Wir sollen einen Baum verbrennen? Das ist genial, Bruder. Eine 1A-Kriegslist. Ich kenne da einen Baum, der brennt länger und wärmer als alles andere auf dieser verdammten Insel. Er ist so wunderschön. Hacken wir ihn um! Entschuldigung. Wie sollte ich mich bedroht fühlen durch etwas, dem im Gesicht das Wort Liebe geschrieben steht? Lass es gehen. Wir wollen nur Holz. Schwer. Wind kann ich ertragen und Kälte auch. Aber beides zusammen? Oh nein. Dafür brauche ich keine Übersetzung. Irgendjemand benötigt Hilfe. Na los!